Wir beginnen damit, dass wir erstmal ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen, die Atmung ganz bewusst wahrnehmen. Schauen, dass wir ein klein bisschen tiefer und ein klein bisschen langsamer als gerade eben noch atmen. Du darfst, wenn du magst, deine Augen zumachen. Du darfst sie aber auch gerne offen lassen. Allgemein gibt es bei meinen Meditationen keine Regeln, weil meiner Meinung nach Meditation keine angestrengte Aktivität sein sollte, sondern ganz anstrengungsloses, bewusstes Wahrnehmen. Und da darfst du für dich einfach schauen, was sich einfach gerade richtig anfühlt. Heute gehen wir mit der Intention rein, FOMO loszulassen, also die Fear of Missing Out loszulassen, die Angst, etwas zu verpassen. Wenn du auf diese Meditation geklickt hast, dann wird es vermutlich gerade in diesem Moment für dich irgendwie in irgendeiner Form relevant sein. Und dann würde ich dich einfach mal dazu einladen, zu erforschen, was dadurch in diesem jetzigen Moment in deinem Körper gerade präsent ist. Fühl dafür gern mal in den Bauchraum rein, in den Brustraum. Schau mal, ob da irgendwo eine Form von Anspannung oder Druck zu finden ist. Und unabhängig davon, was du da findest, unabhängig davon, was du wahrnimmst, lass es einfach so sein. Lass einfach alles da sein und begegne dem gegenwärtigen Moment mit vollkommener Offenheit, mit Akzeptanz, mit einer gewissen Neugierde. Wenn wir FOMO haben, also die Angst davor, irgendetwas zu verpassen, dann impliziert es den unbewussten Glauben, dass ein anderer Moment theoretisch besser, lebendiger, erfüllender sein könnte als dieser jetzige Moment. Und dieser unbewusste Glaube führt dann dazu, dass wir im Widerstand sind mit diesem gegenwärtigen Moment. Und deswegen lass uns jetzt einfach mal erforschen, was passiert, wenn wir den Widerstand gegenüber diesem jetzigen Moment loslassen. Was bedeutet, dass wir diesen jetzigen Moment einfach nur wahrnehmen? Mit all seinen unterschiedlichen Objekten, die in diesem Moment im Bewusstsein auftauchen. Gedanken immer wieder loslassen und einfach zum bewussten Wahrnehmen zurückkehren. Spürst die Atmung ganz bewusst. Du nimmst die Geräusche ganz bewusst wahr. Du fühlst deinen Körper ganz bewusst.
alles darf einfach ganz genau so sein, wie es jetzt gerade ist. So, als ob wir uns diesen jetzigen Moment exakt so ausgesucht hätten. Mit all dem, was gerade da ist. Selbst wenn da unangenehme Erscheinungen da sind. Selbst wenn da ein körperlicher Schmerz da sein sollte, emotionaler Schmerz, unangenehme Körperwahrnehmungen oder Gefühle. Auch die dürfen einfach genauso da sein. Und wir begegnen jetzt auch diesen Objekten im Bewusstsein so, als ob wir sie uns selbst ausgesucht hätten. Und wenn da der Verstand reinkommt und sagt, dass das nicht möglich wäre oder schwer ist oder was auch immer er sagt, dann begegnen wir auch diesem Objekt. Ein Gedanke ist natürlich auch nur ein weiteres Objekt im Bewusstsein mit dieser gleichen Akzeptanz und Neugierde und nehmen auch das einfach wahr. Aber lassen dann den Gedanken wieder los. Paradoxerweise lassen wir Widerstand dadurch los, dass wir einfach alles so sein lassen, wie es jetzt gerade ist. Also dadurch, dass wir aufhören, irgendwas loslassen zu wollen, dadurch lassen wir los. Dadurch, dass einfach alles so sein darf und wir einfach bewusst wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Ohne irgendetwas damit machen zu wollen, ohne irgendwas verändern zu wollen, ohne irgendwas erreichen zu wollen, erreichen wir was. Den inneren Frieden zu fühlen. Erfüllung zu fühlen, Glücklichsein zu fühlen, Freiheit zu fühlen. Es ist nichts, was durch Anstrengung erreicht werden kann. Es ist vollkommen unmöglich, das durch Anstrengung zu erreichen. Das Loslassen von Anstrengung, das Loslassen von Erwartungen. Dementsprechend einfach das bewusste Wahrnehmen von dem, was jetzt gerade da ist. Das ist das Fundament dafür, dass die innere Ruhe und der Frieden, die Freiheit, die Sicherheit, das Vertrauen, die Liebe zum Vorschein kommen kann. Diese Qualitäten, nach denen wir uns immer sehnen, suchen wir dann oft ganz unbewusst in der Vergangenheit, teilweise in der Vergangenheit, aber vor allem auch in der Zukunft. Gerade wenn wir jetzt über FOMO sprechen, dann glauben wir, dass eine andere Situation in der Zukunft mit anderen Umständen ja, das Glücklichsein, die Erfüllung, die Sicherheit, die Zufriedenheit hoffentlich geben könnte. Und übersehen dabei, dass genau dieser Glaube uns daran hindert, den Frieden, die Sicherheit, das Vertrauen, die Freiheit in diesem jetzigen Moment zu fühlen und zu erleben.
Einfach wahrnehmen. Gedanken dürfen da sein, die tauchen natürlich ganz von alleine auf, genauso wie alle anderen Objekte im Bewusstsein ganz von alleine auftauchen und dann auch wieder verschwinden. Und wir verweilen als das Bewusstsein, welches sich dieser Objekte bewusst wird und welches kein Interesse daran hat, an irgendwelchen Objekten festzuhalten. Bedeutet, Gedanken dürfen einfach wieder losgelassen werden. Und wir kommen immer wieder zurück zum bewussten Wahrnehmen. Schau immer wieder, ob du irgendwo Anspannung loslassen kannst. Schau mal wieder, dass du auch Anstrengung loslässt. Die Anstrengung, richtig meditieren zu wollen oder die Anstrengung, irgendwas loslassen zu wollen. Loslassen und meditieren sind im Grunde Synonyme für anstrengungsloses, bewusstes Wahrnehmen. Und dann nimm gern nochmal einfach ein paar ganz bewusste, ganz achtsame Atemzüge. Versuch mal die Atmung auf jedem einzelnen kleinen Schritt zu beobachten. Und dann spür gern jetzt nochmal ganz bewusst rein, wie es deiner FOMO jetzt gerade geht im Vergleich zu vor der Session. Und schreib mir gerne unten in die Kommentare rein, was sich verändert hat, falls sich was verändert hat. Und dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Meditation gerade gemacht hast. Und lade dich auch selbstverständlich dazu ein, jederzeit zu dieser oder einer anderen Meditation von mir zurückzukommen, wenn du merkst, dass es dir gerade gut tun würde. Bis bald.